Ich dachte erst, es ist ein Wildschwein, das eingebrochen ist. Und dann habe ich festgestellt, es ist Schnitzel, weil er war nicht geplant hier. Und das ging innerhalb von einem Tag, hatten die sich engagiert. Und jetzt liegt er mit denen zusammen unter dem Unterstand und die Schafe liegen um ihn rum. Also es ist wirklich eine echte Harmonie. Ja, also die zwei Großschafe, die fanden das total klasse, weil er halt dann auch immer so mit rumgehüpft ist und gesprungen ist. Und mittlerweile haben sie sich so dran gewöhnt, dass der vorne wegläuft und die Schafe eigentlich hinterher. Tüte. Geh mal weg, vielleicht noch. Komm mal zu uns. Was ist denn hier? Jetzt habt ihr euch erschrocken, hä? Hier ist doch Leckerli. Steppe. Guck mal, wo ist der Leckerli? Oh, da liegt das Leckerli. Du bist ja ein richtiges Zuckerschwein. Guck mal, hier, ihr lieben Schafe. Na los, holt euch das Leckerli. Was ist das lecker? Bewusstlose Schwein.
sein. Nee, also wir hatten ja die Mama Beefy, die hat er ja gedeckt gehabt. Und wir wussten ungefähr, wann sie ihre Babys bekommt. Und da war er dann in seinem eigenen Einzelgehege drin. Und ja, dann hat er sich den Weg selber gesucht. Also das heißt, er ist durch den Holzzaun durch und ist dann auf einmal auf der Wiese gewesen. Und nachdem das gut funktioniert hat, waren wir halt immer erst am Anfang dabei. Und dann hat er sich das dann selber ausgesucht, dass er immer mit den Schafen gelegen hat, sich dann bei den Schafen mit reingelegt hat, im Stall mit denen geschlafen hat. Und dann hat gesagt, gut, er ist wenigstens jetzt nicht allein in der Zeit, wo seine Beefy und seine Kinder da sind, weil wir wollten ja nicht, dass er es nochmal deckt. 8 Ferkel haben gereicht. Ach, das kann ich. Für ihn ist es komplett entspannend. Er hat es von klein auf eigentlich schon gemacht, obwohl er nicht so toll vorher gehalten wurde. Aber es hat er komplett genossen und auch seine Mama genießt es immer. Und er fährt dann immer komplett runter, ist total entspannt. Also man kann da alles mit ihm machen. Der ist da richtig entspannt. Wie im Koma. Die anderen Schafe hat es also überhaupt nicht gestört, dass da ein Schwein mit rumrennt, dadurch, dass sie halt in seiner Größe sind. Ja, also die 2 Großschafe. Die fanden das total klasse, weil er halt dann auch immer so mit rumgehüpft ist und gesprungen ist. Und mittlerweile haben sie sich so dran gewöhnt, dass der vorne wegläuft und die Schafe eigentlich hinterher. Und wenn er gerufen wird, der kommt dann sofort. Und dann kommen die Schafe halt hinterher. Das ist immer ganz lustig. Komm hinter. Komm. Zu gesund, ne? Schnitzel? Also ich denke mal, er hat sich das ja selber ausgesucht. Ich glaube, er fühlt sich sauwohl. Sind zwar nicht unbedingt seine Artgenossen, aber die Schafe haben ihn akzeptiert und er hat die Schafe akzeptiert. Und hier, der Vincent ist wirklich sein Kumpel. Wenn jetzt nicht so viele Leute da sind und die sind alleine, dann sind die beiden immer alleine unterwegs auf der Wiese. Und dadurch hat er auch das Grasen gelernt. Also er hat sich jetzt ein bisschen, Schweine grasen ja sowieso, aber er hat sich durch die Schafe noch mehr aufs Grasen verlassen. Ja, ich glaube nicht, aber Schweine leben ja eigentlich den Schafen sehr ähnlich. Also wenn man sie richtig hält, sind es Weidetiere, genauso wie Schafe auch. Und ich denke mal, dass die ja vom Verhalten natürlich schon unterschiedlich sind, aber dass sie sehr gut harmonieren können. Und das sieht man hier an Schnitzel und den anderen. Und nächstes Jahr wollen wir den Versuch mal starten, alle Schweine mit den Schafen zu integrieren, dass sie zusammenlaufen können. Und dann schauen wir mal, wie die große Herde aussieht mit Schweineherde und Schafherde. Integriert, oder? So ähnlich, ja genau. Also es war ja eigentlich gedacht, dass Schnitzel extra sollte, weil er, dass er eben keine Kinder mehr zeugen kann. Und er hatte ein extra Gehege, aber das Gehege war so, dass er dann das doch geschafft hat, irgendwie durchzukommen, weil er sich wohl doch ein bisschen einsam gefühlt hat. Und ist dann am nächsten Morgen plötzlich bei den Schafen rumgelaufen. Ich dachte erst, das ist ein Wildschwein, das eingebrochen.